Kritik engt einen immer so ein und zehrt einen emotional aus. Ich hatte gehofft, Sie finden etwas, das mir erklärt, was passiert ist. Welches ist besser? Eins? Zwei? Besser, schlechter, unverändert? Unverändert. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Nüchtern sollte er lieber nicht arbeiten, glaube ich. Das hat er auf dem absoluten Höhepunkt seiner Alkoholsucht gemalt. Ganz genau. Ich hätte nie mit dem Trinken aufhören dürfen. Keine Originalität. Nichts Gewagtes. Meine Meinung. Ich kann dich nicht retten. Ich habe was gefunden. Von wem sind die? Sie sind hypnotisierend. Ein Nachbar über mir ist gestorben. Und du hast sie dir genommen? Er hatte weder Familie noch Freunde. Ich kann dich reich machen. Es ist brillant. Eine solche Nachfrage, dass Menschen dafür töten würden. Hast du jemals von einem Künstler namens Vetrel Dees gehört? Nein, steht nicht in unserer Datenbank. Wir haben jeden. Blutserum. Er hat es für das Schwarz-Rot verwendet. Ist dir jemals was daran aufgefallen? Wenn du lange genug hinsiehst, bewegt es sich. Bei meinen Recherchen zu Dees habe ich einen Ekel vor der Welt des Geldes in all seinen Arbeiten bemerkt. Dees verbrachte 2 Jahrzehnte in einer Anstalt für geisteskranke Straftäter. Es gibt da irgendeine Macht. Eine Art Geist. In Verbindung mit seiner Kunst. Aber es passiert irgendetwas wirklich Sonderbares, Unerklärliches! Das hier ist ein Schlachthaus. Ist dir bewusst, dass Dees darum gebeten hatte, man möge seine Kunst zerstören? Hilfe! Weg mit den Sachen! Sperr's weg! Ich kann dich nicht retten. Man dachte, sie wäre Teil des Kunstwerks. Ein Riesenerfolg auf Instagram. Die Ausstellung boomt wie verrückt.